Oh nein, ich erinnere mich. Okay. Scheiße. Okay, Alter, nein. Ich will hier nicht zu machen, nein, kann man nicht. Mann! Sieht aus, als hätte schon jemand schön verloren. Wir haben das aber nicht gesehen. Das kann neue übergeben. Hier ist gerade keine Flammenwerfer. Tja, die Chance hier in Masse. Was machen wir jetzt? Wir halten stark. Haben wir eine andere Wahl? Ja. Gut. Reis machen. Oh, da hat irgendwas geknallt. Der denn her? Ah, na gut. Bereit machen. Ja. Ja, wir nutzen ja das, was wir gemacht haben.
Sehr glücklich gelaufen. Eigentlich ist gut. Ein Bloater! Oh. Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen! Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach, eher ungläubig. Welche Brücke? Ey, Typ! Typ, wo bist du? Hallo? Habe ich ihn irgendwo verpasst? Wo ist der Typ hin? Typ? Bin ich jetzt? Und find den nicht? War doch eben noch hier. Ja, der überprüft die Brücke, hat er gesagt. Ja, welche Brücke denn? Die wahrscheinlich. So. Okay. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was hab ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Es wurde schon gefressen. Möchtest du noch? Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine.
Ich finde, wir sind ein gutes Team. Nein. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine, ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Dann sollen wir wieder mit dem Köpfen klar. Dringlicher als du willst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Wie sagten die anderen, wurden ermordet. Mein verrückten Mann. André, was hast du dazu suchen? Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey, bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen runter Fall gehen. Mit der Waffe. Muss man keine typische Frau. Jetzt gib ihr die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir auf den Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Geht auch schon, aber die sind schon ziemlich warm, also sind schon ziemlich warm wieder, die Viecher. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Sie hat gut genäht, oder? Sag mal los. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst es, Joe. Super. Oh, Scheiße. Sie sind hier. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. Thank you.
Hey, ich hab sie! Ich krieg deinen Arsch! Ja. Aber David hat gesagt... Lauf!20 Meter gegen kleines Mädchen. Mhm. Und 20 ist, glaube ich, noch recht untertrieben. Ja, stimmt, das wirkt fast mehr als wäre das 30 bis 50 oder so. Da frage ich mich aber auch schon, doch schon ziemlich, was die von dir wollen. Scheiße! Oh, verdammt! Ja, toll! Du warst da! Ah, macht nichts. Hier wird auch auf Kinder geschossen heute. Hexi, was ist los? Gar nichts. In deinem Kleiderschrank sieht man auch fast nichts. Außer das nette Flanellhemd, das dir gerade im Gesicht hing. Mhm. Ja, davon kann man nicht genug haben.
zu ungeduldig bin. Ich habe eigentlich auch schon gar keinen Bock, hier überall durchzuschleichen. Und dann hast du zumindest etwas. Da ist eine. Und wo sind all die anderen? Wo sind sie? Hm. Ich hasse Stealth-Spieler, ne? Ich will einfach drauf losgehen. Einfach drauf kacken, dass da welche sind, weißt du? Ich glaube, die kacken dann auch auf dich gruppenweise. Oh, das macht nichts. Das ist okay. Mit der Antwort habe ich nicht gerechnet, darauf weiß ich keine Erwiderung. Achso. Nicht alle Menschen stehen darauf, beschissen zu werden. Na komm, es wird keiner. Also gerne in diese Richtung. Hoffen wir, dass sie sich jetzt gerade nicht umdrehen. Kommt doch einfach mal, Leute, das Gefühl, dass ich einfach schon über alle Berge wäre. Tja, ich glaube, das glauben die nicht. Die denken, boah, wir sind so gute Wächter, die kommt hier nie vorbei. Ich glaube, du musst schon wieder Sachen herstellen, um überhaupt Krempel tragen zu können. Aber was? Noch schon noch so viel. Nee. Ich kann doch einfach durchwaschen, ne? Na, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Tatsächlich ziehen die Feinde erstaunlich gut. Ah. Oh, da kommen zwei gefährlich, ne? Mal gucken, ob der herkommt. Na, der scheint ziemlich genau herzukommen. Fast. Hm. So viel Interesse hat er dann doch nicht an der Toilette. Ich meine, wenn er nicht muss, dann muss er nicht, ne? Kann er dazu zwingen, jetzt kacken zu gehen oder so? Und ich glaube, von Händewaschen halten die wahrscheinlich eh nichts. So, Leute, könntet ihr jetzt wieder weggehen hier? Jetzt komme ich hier schlecht raus. Der scheint jetzt ausgerechnet in deine Richtung zu kommen. Und zwar leider in einem großzügigen Winkel. Da ist er am Tanzen. Aber was für einer. Oh, pass auf, hier ist noch einer. Oh nein, nein, jetzt bist du richtig unter Zange. Ja. Es ist vorbei, Schlag. Puh. Ach ja, jetzt kommt doch kein neues mehr.
auch ehrlich von hier. Und jetzt weiß ich wieder, warum ich nie irgendwie diese Stealth-Scheiße gemacht habe, ne? Ich glaube, der andere kommt eher rein. Nein, ich hab gesehen. Verdammt, das hat mich. Versucht sie zu flankieren. Verdammt! Scheiße!